Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für Wii U. Ja, beim letzten Mal haben wir das erste DLC gemacht. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, habe ich in der Zwischenzeit die Rüstung von König Lutrot gefarmt. Wobei das auch nicht so schwer war. ich musste nur noch einmal König Lutrot fangen und noch, ich glaube, 3 Tischlerkäfer sammeln. Und ich habe auch die Doppelklingen von König Lutrot gemacht. Mit Wasserelement. Ja, und ich denke mal, damit sind wir auch dann perfekt gerüstet für, ich glaube, Baroth war es, den wir als nächstes machen müssen. Erstmal gucken. Ich habe ja die letzten 5 Tage nicht gespielt, wegen Ostern. So, und dann mal gucken. Was müssen wir denn überhaupt noch machen? Ja, nur noch, genau, Baroth fangen. Baroth jagen, genau. Boah, ne, mein Hals. Na gut, dann machen wir das mal. Boah, was holen wir denn? Kommt frisch. Ich will irgendwas, was frisch ist. Verstärker erhöht Angriff zu Beginn einer Quest für begrenzte Zeit. Das will ich aber nicht. Unwahrscheinlich Spitzen hacken und Dings kaputt gehen. Gourmet erhält Nahrungseffekte. Na, das will ich dann nicht. Moment, ich will aber Stern und Stern. Ich will nämlich mehr Gesundheit. Und Verteidigung plus, das ist doch ganz super. Boah, was nehmen wir denn jetzt? Ach komm, machen wir Verstärker. Und, ja, ich habe, ich glaube, in den letzten 5 Parts voll den Schwachsinn gelabert. Und zwar habe ich ja die ganze Zeit gedacht, ich hätte den Dämonentanz entdeckt mit dem A-Knopf, was aber völliger Schwachsinn ist. Denn X ist der erste Angriff und A ist der zweite Angriff im Grunde, womit man höher gelegene Stellen von Monstern treffen kann. Und ja, ich wurde darauf hingewiesen durch einen lieben Abonnenten, dem, glaube ich, Kai2Kit. Doch, müsste eigentlich er gewesen sein. Und zwar hat er mir gesagt, mit X plus A gleichzeitig gedrückt drücken im Dämonenmodus aktiviert man den Dämonentanz. Habe ich natürlich dann auch mal offscreen ausprobiert und also ich wirklich, wie konnte ich so dumm sein? Also, der ist schon heftig. Ja, und außerdem habe ich mich auch so noch ein bisschen informiert über die Doppelklingen. Und jetzt weiß ich auch, wofür oben links der Balken gut ist. Und zwar erhöht man ihn ja in den Dämonenmodus, wenn man dann Schaden zufügt. Und sobald er voll aufgeladen ist und meine Stamina zu Ende geht im Dämonenmodus, komme ich in den sogenannten Erzdämonenmodus, in dem ich dann Dämonenmodus-Attacken ausführen kann, ohne Ausdauer zu verlieren. Stattdessen wird halt dann mein Balken oben links, dieser kleine Balken, halt aufgebraucht statt die Stamina. Und im Erzdämonenmodus macht man tatsächlich ein bisschen mehr Schaden als im normalen Dämonenmodus. Ja. So. Also nur um das jetzt mal klarzustellen. Ich habe die letzten 5 Parts Schwachsinn gelabert. So, Farbball brauche ich eigentlich nicht. Ich meine eigentlich noch zu wissen. So, Kaltgetränk brauchen wir auch nicht, weil die schöne König Lutrot Rüstung. Inzwischen glaube ich, weil ich meine damals für die Wii hat sie nicht die Hitze negiert. Inzwischen negiert sie auf jeden Fall Hitze. Und dann zeige ich auch mal direkt den Dämonentanz. Oh, kann ich den hier nicht aktivieren? So, und zwar jetzt. So, und das ist der Dämonentanz. Und ich meine, der sieht auch schon direkt ganz anders aus. Aber echt, ey. Nee, das war echt ein Fehler meinerseits. Also wie gesagt, danke nochmal, dass ich dran erinnert wurde. Wie er wirklich geht. Also, das war echt wirklich dumm von mir. So, dann hole ich mal die erste Hilfe. Moment, habe ich den Farbball tatsächlich genommen? Oh ja, das auch. So. Und ich glaube, mit den König Lutrot-Waffen bin ich auch ganz gut gegen Baroth, weil ich meine, solange er Schlamm um seinen Körper hat, ist Wasser, glaube ich, das effektivste Element. Ich glaube, danach, sobald der Schlamm weg ist, ist es Feuer. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. So, und ich meine, hier ist er. Ja, genau. Ich bin mal gespannt, ob ich diesmal nicht sogar eventuell sterben werde. Ach, ich habe ihn damals gehasst, Baroth. Und ich meine, ich müsste mit als Cut-Damage die Frontklauen, glaube ich, angreifen und nicht den Kopf. Ich bin mir aber nicht mehr sicher.
So, erstmal. Ich wollte. Ah, jetzt ist aktiviert, okay. Schön, dass es erstmal anders wird. Komm. Ah, und er macht natürlich direkt den Angriff. What? Ah, puh. Komm, greif mich nicht. Ja, genau diesen Angriff hasse ich wie die Pest. Boah, wie der Angriff abgeht. Oh, ich finde ihn so cool. Und da liegt er schon. Und das Tollste ist auch wirklich, dass man in der Zeit da, ich kann den Kopf angreifen, obwohl, wow, okay, das war ein Fehler. Meiner, obwohl der Kopf. So, und jetzt müsste ich in Erzdämonenmodus sein und oder war, ah nee, ich war noch nicht ganz drin, okay. Und da sind, ist der Matsch schon von den Klingen weg. Ah, komm, Cha-Cha. Cha-Cha? Cha-Cha? Cha-Cha, 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 komm. Boah, ich finde ihn so praktisch, ein Cha-Cha. Na, komm. Ah, puh. Na, komm, was willst du machen? Oh, jetzt ist er im Rage-Mode. Oh. Genau, mit dem Angriff kann ich halt genauso höher gelegene Stellen erreichen. Und ist relativ. Na komm. Ah, wie ich diese Schlammattacke hasse. Ah. Ey, komm, zu mir. Okay, renn mich einfach. Ah, okay, das war natürlich doof. Weil in der Zeit kann ich natürlich nicht angreifen. Na komm. Ja, du musst dich noch. Oh. Okay, zum Glück hat mich dieses kleine Vieh angegriffen. So, Cha-Cha, kannst du mal bitte wiederkommen? Das wäre. Danke. So, wenn du jetzt bitte Cha-Cha angreifen würdest. Bin ich dir sehr verbunden. Nein, nicht mich, sondern Cha-Cha. Ah, hat er mich noch mit dem Fuß erwischt. Der Sack. Nee, 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 nee. So geht das nicht. Hm, komm. Oh, und genau. Und was ich auch noch herausgefunden habe, ist, dass wenn man Dämonenmodus ist, ist der, kann man schneller ausweichen. Also macht man keine Rolle zum Ausweichen, sondern so einen kleinen. Oh, so einen kleinen Schwenker, sag ich mal. Ja, ja, reib du dich nur ein. Dadurch ist mein Wasser einfach nur stärker. Danke, Cha-Cha. So, diesmal greife ich aber den Schwanz an. Wenn ich ihn treffen würde. Oh, verdammt, ich hasse diese. Dass die größeren Monster ein. Greifst du Cha-Cha? Oh, dass ich dann jedes Mal auch am Fuß stehen muss. Bin auch so dumm. Oh, danke. Ah. Oh. Okay, er gräbt sich ein. Ich meine, er müsste jetzt zu 4 gehen. Ich bin mir da aber nicht mehr sicher. Macht das? Macht das nicht? Ja, natürlich. Er macht. So, direkt mal Ration nehmen. Aber wie ihr seht, der Dämonenmodus ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. So, komm. Würde ich jetzt noch irgendwann in den Erzdämonenmodus mal reinkommen, wäre es natürlich noch geiler. Hörst du wohl bitte auf zu fressen? Cha-Cha,
Chacha? Chacha? Chacha, ich bin hier. Chacha, hallo? Das ist nicht gut, dass du das machst. Boah. Puh. Komm, ich brauche noch ein bisschen für den Dämonen-Modus. Komm, komm. So, und jetzt müsste ich, glaube ich, im Ärzte-Modus sein. Doch nicht? Ah, ich war immer noch anscheinend nicht ganz voll. Okay. Na, das kapiere ich noch nicht ganz, aber es wird schon schief gehen. Boah, das war knapp. Oh, komm, komm, schnell nach vorne. Oh, verdammt. Komm. Oh, okay. Ich laufe natürlich voll in den Schwanz rein. Na komm, wen greift er an? Wen greift er an? Tschatsch. Okay. Komm, na komm. Ah, ich vergesse. Ich vergesse immer, dass der dann den Schwanz so ein bisschen nachzieht. Na komm, na komm, na komm. Boah, das war knapp. Okay, jetzt konnte er sich nicht ganz entscheiden. Na komm, 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 komm. So, bin ich jetzt endlich in dem... Ja, jetzt bin ich... Okay, ich kann einfach nur nicht den Dingsangriff machen. Sehe ich gerade, den Dämonentanz kann ich dann doch nicht im Erzdämonen-Modus machen. Oh, dass ich dann automatisch ein bisschen zurückgezogen werde. Oh, okay. Na, gut, jetzt hätte ich natürlich am besten eine Falle oder so mit tun sollen. Hallo, kannst du mich mal bitte in Ruhe lassen? Danke. So, Mann. Aber lief doch ganz gut eigentlich, Barot. Also ich weiß noch, oh, ich bin damals mit meinem Kumpel so oft hier verreckt und das im Multiplayer. Wohl gesagt, also da waren wir zu viert. Aber na gut, ich meine... Na komm, jetzt hat man ja ein bisschen mehr Training drin. Na komm. Oh, er hat kein Stamina mehr. Supi. Und die, mit der König Lutrot-Rüstung habe ich auch weniger Ausdauerverlust. Was natürlich als Doppelklingenkämpfer auch ganz praktisch ist. So, diesmal gehe ich hier hin. Gerade als er mich eventuell angreifen wollte. Und da ist er auch schon down. Ja, lief doch ganz gut. Ich konnte zwar den Schwanz nicht ganz cutten, aber naja, ich meine, das war bei Barot auch schon immer ziemlich schwer. Hallo? Ich glaube, jetzt hackt's aber.